Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück in der Action. Wow, ein riesiger Helikopter. Kacke, Mann. Ja, hier ist die Action am Start irgendwie. Wir sind gerade dabei, uns ich weiß nicht wo zu versammeln. Haben hier gerade eine Basis zerstört und zumindest einen einzigen Kristall gefunden. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig an hier. Und hoffe, dass ein Kristall reicht. Aber ich gehe mal ganz und gar nicht davon aus. Komm, Mari, fertig. Er soll den Typen abschießen, den mag ich sowieso nicht. Wenn ich ihm jetzt das Leben rette, wäre eigentlich doof, oder? Bam. Okay, was soll's. Wieder überlistest du den Tod. Nur ein Dämon hat solches Glück. Eva wird dich bestrafen. Erzähl doch keine Scheiße. Nimm dein Lied. Keiner von meinen Kriegern darf mehr fallen. Ich werde es versuchen. Ja, habe ich jetzt eigentlich 3 Kristalle? Also ich glaube, ich habe nur einen eingesammelt. Auf jeden Fall muss ich mich wahrscheinlich wieder beeilen. Hier, pup, pup, pup. Das ist so geil. So. Ach du Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwas passiert doch jetzt wieder. Es ist Zeit. Ich habe die Splitter nicht. Was? Die Menschen wissen, was wir vorhaben. Sie haben die Splitter zerstört. Du wusstest? Du hast uns umsonst den Tod geschickt? Nein. Ich glaube, ich schaffe es trotzdem. Du bist tot, Mensch. Ich werde es schaffen. Aber wie zur Hölle? Mit einem Splitter? Oh mein Gott, er kann fliegen. Doch nicht. Krasse Action. Ja, jetzt guckst du blöd aus der Wäsche. Wir müssen dieses Lied zur Zahik Senume zurückbringen. Du sprachst als Erststimme, Ryder. Doch ich wollte nicht hören. Eines Tages werde ich für alle Schwierigkeiten, die ich dir bereitet habe, bezahlen. Ich hoffe. Was? Wenn wir den heutigen Tag überleben, geht das Bier auf mich. Wenn dies nötig ist, so sei es. Beeilen wir uns. Die Menschen werden bald merken, was vorgefallen ist. So, jetzt schnell das letzte Lied zurückbringen. Und dann beginnt er, glaube ich, der große, große Endkampf. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt natürlich keine epische Zwischensequenz irgendwie. Also da hätte irgendwie noch so ein bisschen Story gefehlt. Fand ich gerade ein bisschen schade. Aber jetzt nicht wie zurück das letzte Lied singen. Zack, zack, rubbel die Katz. Rubbel, rubbel, rubbel die Katz, Katz. Komm schon, ab in den Hausbaum. Und da bin ich mal gespannt, wie wir die Menschen plätten wollen. Oder ich bin vor allen Dingen bin ich gespannt, was passiert, wenn wir das letzte Lied gesungen haben. Wahrscheinlich passiert überhaupt nichts. Wir werden sehen. Vorsicht, Traumwandler. Sei du mal lieber vorsichtig. Ich bin hier nämlich der neue King Dingeling. Alle beten mich an. Und alle lieben mich hier in dem Dorf. Im Dorf der langgezogenen Riesenschlümpfe mit den Wiggles-Keulen. Kennt einer von euch die Wiggles? Auch ein super geiles Spiel. Aber ich glaube, das läuft nicht auf Windows 7. Aber das wäre auch mal ein Let's Play wert. Leider funktioniert es nicht. Die Wiggles. Endlich, Ryder. Schlechte Nachrichten verbreiten sich im Wald. Boom. Die Tatut versammeln sich. Viele glauben, sie hätten den verlorenen Seelenbrunnen gefunden. Nee. Hast du das letzte Lied? Na klar. Ich glaube schon. Irgendwas ist vorgefallen. Ah, ja. Ich sehe die Veränderung in dir. Ich sehe die Niave Mokai. Die Erststimme, die wir gesucht haben. Ich verstehe nicht wie. Das musst du auch nicht verstehen. Schnell jetzt. Singe das letzte Lied, um den schlafenden Seelenbrunnen zu enthüllen. Aber die ist schon ein bisschen alter, die Tante, finde ich. Das hat die auch für eine riesige Nase. Aber haben sie alle hier. So, vielleicht jetzt eine epische Sequenz. Vorsicht, Traumwandlerin. Ich bin keine Traumwandlerin. Ich bin ein Traumwandler. Okay, das sieht mir aus wie eine Karte. Und da, wo es leuchtet, wird der Seelenbrunnen sein. Mal gucken, was der kann. Ach, wie geht's schon direkt los, oder was? Nee. Habe ich hier nichts mehr irgendwie mit irgendwen zu bequatschen? Doch.
War mir schon sicher. Da ist er. Der vergessene Seelenbrunnen. Das hast du gut gemacht. Es hört sich an, als ob du jetzt stirbt. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern du. Ich! Du bist in Jabe Mokri. Nur die Erststimme kann den Seelenbrunnen erwecken. Ja, und wenn er erwacht ist, was dann? Soll ich anfangen? Oh, so viele Fragen. Vertraue dir selbst. Geh jetzt. Ein Mensch wartet am Kelutral auf dich. Sie bringt Neuigkeiten. Sprich mit ihr, aber schnell. Der Seelenbrunnen ruft nach dir. Nix wie los hier, ab zum Seelenbrunnen. Jetzt aber hurt ich hier. Wenn der Seelenbrunnen schon nach mir ruft, dann müssen wir uns natürlich beeilen. Kann es sein, dass der Seelenbrunnen auf dieser Welt ist? Fuck, ich brauche irgendein Ritttier. Ein Ritttier, ein Reittier, ein Getier, ein... Irgendwas, was mich hier voranbringt. Ach du Scheiße, irgendwas passiert auch wieder. Ach, hier, meine Kirsche. Ja, das ist sie, die ist lieb und nett. Aber ohne Maske können die ja auch nicht atmen. Komm, ich muss mich beeilen. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Ah, hier ist ja alles noch voll. Ich hätte gedacht, es wäre schon so ein bisschen ausgelutscht hier. So, das Ding gleich mal aktivieren. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Und dann schauen wir mal. Ach, da vorne ist die Tante. Aber Leute, fragt mich bitte nicht, wo zur Hölle dieser Seelenbrunnen ist. Kendra. Wow, Ryder, Sie sehen jetzt wirklich wie ein echter Navi aus. Was machen Sie hier? Ich bin wegen Falco hier. Er hat den stillgelegten Brunnen gefunden. Ich weiß. Sie müssen schnell handeln. Falco hat einen Drachen zum Brunnen geschickt. Oh mein Gott. Er wird den Emulator auf den Seelenbrunnen werfen. Oh mein Ryder, Gott. Der Emulator ist instabil. Die wahre Erststimme muss den Brunnen vor Falco aktivieren. Apropos Erststimme. Anscheinend bin ich das. Sie? Okay, Sie schaffen es. Ich kümmere mich darum, Kendra. Ich muss Tanjala finden. Na klasse, wo treibt sich Tanjala wieder rum? Wenn man einmal diesen Tanjala... Oh, genau in einer anderen Richtung, oder wie? Oh Mann, das ist ja ein Gerenne hier. Ich muss unbedingt zum Seelenbrunnen. Aber vorher muss ich hier noch Konversation halten mit unzähligen Menschen. Zum Beispiel hier Tanjala und wie sie alle heißen. Mann, 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 hätte ich mal lieber als Mensch gespielt. Da hätte ich sie alle vernichtet hier. So, wo ist er denn hier? Ach, nee. Oben im Baum. Das war ja klar. Ich habe ja genug Zeit. Es ist ja nicht so, dass hier die Welt fast untergeht. Mann, Mann, Mann. Okay. Ich glaube, ja, da geht's hoch. Spitze. Da reitet jemand auf ein Reittier. Das hätte ich natürlich gerne wieder unter meinen Fittichen. Aber man kann nicht alles haben. Ich habe ja eine tolle Pistole. Das ist ja schon mal was. Wo ist sie denn jetzt, Tanjala? Oder wie die hieß? Oder er oder es? Komm hier, was hast du mir zu sagen? Was willst du? Jabe Mokri, es ist mir eine Ehre, mit dir zu reiten. Wie, mit mir? Schon gut, Partner. Ich bin immer noch derselbe. Legen wir los. Besteige dein Ikran. Wir reiten zur Gaolite. Was ist mit Tantas? Gaolite. Ich erkläre es unterwegs. Ja, sag mal, können wir nicht irgendwie fliegen? Ach ja, sagt er ja. Okay. Ja, dann fliegen wir. Ab in die neue Welt. Ja, wo muss ich denn jetzt hin hier? Bin ich hier überhaupt richtig, sag mal? Gaolite. Ja, da muss ich hin, genau. So ist gut. Dann schauen wir mal. Wechseln Sie im Spielmenü um freigegebene Inhalte in Pandorepedia. Pandorapedia anzuzeigen. Pandorapedia, die Leute kommen auf Ideen, ja? Der Seelenbrunnen ist also in Tantas und wir sind unterwegs nach Gaolite. Sagst du mir weshalb? Gaolite führt nach Tantas. Doch Weg ist versperrt. Versperrt? Warum? Was? Tartut, sei bereit. Der Kampf kommt. Ich erkunde Fahrt. Du folgst Navi zu Beldamo. Er wartet auf deine Hilfe. Wir sind da. Also, ich verstehe nicht so viel. Aber ich glaube, im Kontext soll ich kämpfen. Okay, ein Reittier, das ist schon mal sehr gut. Achso, und hier den Brunnen sollte ich vielleicht nochmal aktivieren, wer weiß.
So, jetzt aber schnell. Holt dich, holt dich. Oh Gott. Jetzt aber schnell hier. Mann, Mann, Mann. Hey, steht ein Kampf an oder was ist hier los? Die Tatut halten den Pass nach Tantas. Wir müssen ihre wichtigsten Kommandanten angreifen und ihre Truppe ins Chaos stürzen. Die Frontsoldaten werden dann nicht wissen, was sie tun sollen. Woher weißt du so viel über die menschliche Taktik? Ich habe dein Volk studiert. René Harper gab mir ein Buch, um deine Sprache zu üben. Sun Tzu, ich lernte viel. Wo richten wir am meisten Schaden an? Wir werden gemeinsam mit den stärksten Navi-Kriegern kämpfen. Geh zu ihnen, sie werden deine Opfer kennzeichnen. Spitze. Danke. Wo ist mein Pferd hier? Nicht weglaufen. Ganz ruhig. Genau, ganz ruhig. Oh Gott. Und da will noch einer mit uns quatschen vorher, oder wie? Tatsache. Also so wird das nichts hier. Ich dachte, wir müssen kämpfen. Das ist ja mehr Meetings als Arbeit. Hi. Viel Boom hier. Ein Tatut namens Batista tötet viele Navi mit Boom Boom. Batista? Aha. Der Boom Boom Kerl. Großartig. Viele Navi sterben. Du musst den Batista aufhalten. Oder Angriff wird scheitern. Geh, töte Batista. Ach du Scheiße, jetzt soll ich hier dieses menschliche Kampfmaschinengerät irgendwie tot machen oder was? Ganz ruhig. So, komm jetzt, Pony. Wir müssen uns beeilen. Aber ganz hurtig. So, schauen wir mal. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich habe gleich wieder ein Level-Up. Ich fasse es nicht. Hoffentlich brauche ich auch, um den Endkampf zu bestehen. Denn ich rieche das Ende. Es kommt langsam auf uns zu. Also spätestens, wenn wir den Seelenbrunnen irgendwie haben. Gefunden haben und aktiviert haben. Ah ja, lass uns einfach mal überraschen. Wow. Eine Drohne. Eine Selbstschussanlage. Oh mein Gott. Wie Sektorenaufgabe, die wollte ich doch gar nicht anmachen hier. So, jetzt aktivieren wir hier mal das Ding. So. Wow. Also fliegen kann ich auch mal nicht hier. Scheiße, wo geht's denn hier lang, verdammte Axt? Hier geht's lang, schön im Fluss lang. Na gut. Zentrale Kommandozentrale. Ja, dann reiten wir doch einfach mal hier durch. Fuck you! Scheiße, bin ich tot? Stirb, du Commander! Commander Schnürschuh! Oh Gott, ist der gut bewacht hier. Verpiss dich! Hört sich so ein bisschen an wie Slender, wenn er hier so rumschreit. So, der ist weg. Mein Reittier leider auch. So, dann hauen wir mal ab hier. Die sind jetzt schon ein bisschen weniger organisiert. Okay, den ersten haben wir. Den ersten Auftrag. Ist halt ein bisschen doof, hier irgendwie zu Fuß lang zu marschieren. Das dauert alles ein bisschen länger. Aber was soll's. Auch schön die Munitionskisten auf dem Weg kaputt machen. Ach, und hier fighten schon meine Kollegen. Cool. Ich hole mir nur noch ein paar Punkte, da gibt es nämlich auch bald ein Level ab. Und das will ich natürlich nicht verpassen. Vor allen Dingen auch die epischen Rüstungen. Aber Leute, es ist schon wieder scheiße spät. Ich mache Feierabend für heute. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Avatar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.